Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir sind wieder auf Fuerteventura unterwegs und heute sind wir in der ehemaligen Hauptstadt von Fuerteventura und die heißt Betancuria. Ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Hier soll es einen historischen Stadtkern geben und so weiter. Ja, und das gucken wir uns jetzt mal zusammen an, ne? Jo. Los geht's. Hallo, Vera. Ah ja. Frische Aloe Vera Blätter. Herrlich. Hätte man jetzt ein Messerchen, könnte man sich einen Ableger machen. Ja. Ein Blatt abtrennen und mit Feuchtigkeit versorgen. Boah. Ey, das ist ja wie auf Teneriffa an dem einen Strand, weißt du noch? Ja. So, wo geht's denn jetzt hier hin? Was ist denn das hier? Ist das schon wieder hier irgend so ein verlassenes Flussbett? Ich kann nicht mehr. Ich wollte schon sagen, ey. Das wird jetzt auch noch. Hier geht's okay. Ja. Bodegon Don Camelo. Okay, ich glaube, es geht hier hoch mal wieder. Okay, das sieht ja cool aus. So, und hier gibt es jetzt verschiedene historische Punkte und da oben gibt es ein Restaurant. Ich glaube, da sollten wir mal rein. Wir sind jetzt oben, Casa del Castillo. Wow. Von 1404 bis 2004 war das Hauptstadt. Casa de Santa Maria, genau. So, erstmal einen Überblick verschaffen. Das ist also die Kirche. Und hier ist Café-Restaurant Casa de Santa Maria. Und das muss wohl richtig schön sein. Da sitzt man in einem Garten drin und kann das genießen. Richtig nice. Ja, da gehen wir jetzt mal runter. Oh, guck mal, der Springbrunnen. Hier ist der Eingang. Ja. Oh, da könnte ich jetzt so rein. Der ist bestimmt voll angenehm kalt. Oh, ja? Wie der Atlantik. Boah, da muss ich mich mal erfrischen. Da muss ich mich ein bisschen erfrischen. Das habe ich mir verdient. Das ist so gut, nach der ganzen harten Filmarbeit, die ich immer leiste. Oh. Muss man sich auch mal erfrischen. So, und wenn jetzt noch was Leckeres zu essen gibt, dann bin ich zufrieden. Reiner. Aha.
Oh, die Kirchenglocken läuten. Die hat ja aber Peter Kuhier Gründer gebaut. Okay. Ja, und hier ist der Eingang. Komm, wir gucken mal. Wow. Hola. Ist closed? Ah, okay. Thank you. Schade. Closed. Sehr schade. Ja, die machen ja immer früh Feierabend. Verstehe ich gar nicht. Sollen wir mal gucken, ob wir in die Kirche kommen? Mal schauen. So. Hier hat irgendwie gerade alles zu, ne? Und wir kommen wieder mal von der Wanderung und haben Kohldampf. Und die machen einfach Siesta. So geht das aber nicht. Nicht, dass wir von der anderen Seite in die Kirche reinkommen. Hier kann man Souvenirs kaufen. Ah, so sah das früher hier aus, ne? Schön. Das ist wirklich klein, ne? Ja, viel ist hier nicht. Mini. Nee, Grill, Taverne, rein da. Taverne, das meinte ich. Wenn es da was zu essen gibt, dann hier. Ich mache jetzt auch kein Pardon mehr. Ach, guck mal, das ist doch schön hier. Ja. Oder? Oh, sogar mit Pirat. Wo ist hier? Da kann man auch da oben sitzen. Ja. Da sollen wir uns hier vorne hinsetzen. Ja. Hier ist schön, ne? Wenn der Platz frei ist. Aber ist das beides eins? Ja, denke ich mal. Can we sit here? Sit here for eating. Only drink. Huh? Only drink. Only drink. No yes. Eating. Kitchen is closed. Ah, okay. Okay, thank you. Hm. Was ist los hier? Weiß ich auch nicht. Nirgendwo was zu essen mehr. So, wunderschöner Platz hier. Und wir schauen jetzt mal, ob wir auch in die Kirche reinkommen. Wir gehen mal auf die andere Seite. Einen Eingang scheint es hier nicht zu geben. Leider alles closed. Aber können wir wieder runtergehen? Hier ist alles zu. Nö, hier ist nichts mit Eingang. Gar nichts. Ja, dann geht man mal wieder runter, ne? Wie immer. Hoch und runter. Hier ist ein ausgetrocknetes Flussbett.
sind wir gerade zurückgefahren. Ja. Alles zu. Na, guck mal, hier unten kann man selber Picknick machen. Ja. Wir haben ja noch Burger. Ja, aber im Auto. Ja, dann könnte man da drüben parken und dann setzen wir uns hier unten selber hin. Da könnte man parken. Ja. Und dann selber hier unten hin und selber einen Burger essen. Wenn die meinen, die können uns einen erzählen, hier mit den Grillrestaurants einfach dicht machen. Das ist ja wie in Zandvoort mit der Fischbude, die einfach wegfährt, wenn ich dann Kibbelinge wollte. Ne? Ne, wirklich schön hier. Toll. Betancuria. Da müssen wir ein Foto machen. Da ist noch so eine alte Windmühle. Also die Häuser hier sind wirklich richtig alt. Ne? Das sieht man schon. Einfach ein super uriges kleines Städtchen. Ah, hier gibt's Souvenirgeschäft. So, hier gibt's noch ein Museum Archäologie der Fuerteventura. 10 bis 17 Uhr. Socken. Ja, hier gibt es natürlich wieder jede Menge Kram. So, hier geht es jetzt noch mal runter. Da gibt es doch auch noch Restaurants. Geschlossen, ne? La Sombra, Tapas. Wie kommt man da rein? Essen geht. Ja. Hier sind auch welche. Ja. Komm, wir gucken noch mal, ob da der Eingang offen ist. Das wäre natürlich gut. Da gibt es auch nichts zu überlegen. La Sombra, ja. Ja, das ist der Garten. Ja? Genau, ja. 11 bis 18 Uhr. Wie viel Uhr haben wir denn? Ja, 17 Uhr. Ja. Sehr schön. Guck mal, hier kann man essen. Hamburger, ja, läuft. Hamburger selbst. Ja. Ja, hoffentlich kommen wir hier jetzt rein. So, wir sind tatsächlich drin. Super geil, guck mal hier. Das ist ja schick, ne? Wie in einem Dschungel. Okay. Mitten im Dschungel. Das ist ja cool. Super geil.
So, wir haben jetzt tatsächlich noch was zu essen gefunden hier in Betancoria. Es ist der Wahnsinn. Unglaublich. Und zwar im La Sombra Café und Eatery. Dort sitzt man wirklich gemütlich mittendrin im Dschungel sozusagen. Ja, und während die anderen schon um 17 Uhr zu hatten, hatten wir Glück, weil wir sind jetzt gerade noch die Letzten gewesen, die Essen bekommen haben. Danach, die haben auch nichts mehr gekriegt. Also die machen hier kurz nach 5 überall die Küche dicht. Ja, jetzt gehen wir wieder zurück zum Parkplatz. Mal gucken, wo unser Auto steht. Ich glaube aber, das war ein bisschen weiter da hinten. Hier gibt es noch Restaurante Bodegon Don Camillo. So, Freunde, das war's mit unserem Video hier aus Betancuria. Ja, war eigentlich ein schönes, kleines, aber feines, antikes Städtchen. Muss man auf jeden Fall mal bei der Durchreise gesehen haben, sag ich mal. Ne? Ja, viel gibt es jetzt hier nicht zu sehen. Die Kirche war leider zu. Es gibt hier schöne Restaurants, in denen man wunderbar sitzen kann. Man sollte aber vor 17 Uhr da sein, falls man hier essen möchte, damit man auch was Vernünftiges noch zu essen bekommt. Ansonsten, ja, kann ich den Ort empfehlen. Klein, fein, viel gibt es jetzt hier wirklich nicht zu sehen. Also der Ort ist relativ überschaubar, aber man muss es einfach mal erlebt haben. Ne? Also zum Durchlaufen finde ich jetzt mal schön, alles anzugucken. Wie gesagt, die Kirche, die uralte Kirche halt. Ne? Zum Durchlaufen reicht es. Es sind 2, 3 Ständchen, Lädchen, wo man sich was schöne, bunte Sachen gucken kann. Ja, Restaurants, wo man wirklich herrlich sitzen kann und ganz tollen Ausblick hat. Man hat die verschiedensten Architekturen hier zu entdecken, die uralten und auch die Neuzeit ist hier zu sehen. Ja, aber ansonsten für einen Tagesausflug finde ich das jetzt hier nicht so. Nee. Ja. Also wie gesagt, man ist hier in 1, 2 Stunden auf jeden Fall spätestens durch. Ne? Ja, in diesem Sinne, wir sind auch durch und zwar sowas von. Wir machen uns jetzt auf die Heimreise nach Coralejo. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch den Kanal, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Ja, und wir sehen uns im nächsten Video. Hasta luego, ciao, ciao. Wir sind raus. Adios. Adios.